einhüllend, tragend und liebend fließt die magnetische Energie zu dir. Getragen von meiner Männlichkeit, von der Kraft und der Ruhe von Adamis. So spürst du mein Willkommen in deinem Herzen. So spürst du meine Liebe und mein Licht. Und ich trage sanft, aber bestimmt das magnetische Licht zu dir. Welches dich selbst zum Leuchten bringt. Welches dir fühlen lässt, wie hell dein eigenes Licht erstrahlt. Und vielleicht magst du dich meinen Worten hingeben und dich tragen lassen von meiner magnetischen Liebesenergie, dann tue es einfach, vertraue, denn alles geschieht für dein allerhöchstes Wohl. Und so beginnen die Schwingungen sich zu verstärken. Umhüllen deinen Körper und wenn du es erlaubst und dich öffnest, fließt diese Energie in dich hinein. Magnetische Liebesenergie. Streichelt deine Seele, streichelt deine Zellen und dein Licht. Wenn du möchtest, darfst du diese Energie einatmen um dich mit jedem Atemzug tiefer hinzugeben. Adamis steht mit Adamea vor dir. Hand in Hand betrachten wir dich und nehmen auch dich an die Hand. Wir möchten dich fühlen lassen, was die magnetische Liebesenergie bedeutet, wie es sich anfühlt, wenn wir zwei für dich wirken, wenn wir zwei dich lieben. So entsteht zwischen uns eine große goldene Kugel magnetischer Liebesenergie. Sie trägt in Anam-Energie, welche deinen Körper stärken wird,
welche deine Zellen verjüngen wird. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich jetzt mitten in diese große Kugel hineinstellen. Spüre das magnetische Licht. Eine enorme Energieerhöhung, welche in dir stattfindet. Eine Ausdehnung. Wie du sie vielleicht bis jetzt noch nie erlebt hast. Wir werden nun die Töne deines Ursprungsnamens singen. Wir singen für dich deine Energie, um dich fühlen zu lassen, wer du bist. Ein Moment der Stille. Ein Moment der Liebe. Ein Moment der Einheit. Ein Moment der Ewigkeit. All das haben wir dir überbracht. An all das wird sich deine Seele gerne erinnern, denn es ist das magnetische Licht der Liebe, welches dich einhüllt und dich zum Leuchten bringt. Es sind die Geschenke von unserem Universum, die wir dir in tiefer Liebe übergeben. Wir sind gerne hier. Wir dienen voller Hingabe dem Licht, dem magnetischen Licht. Und so trägst du in diesem Moment auch einen Teil des magnetischen Lichtes. In tiefer Liebe
mit der Strahlkraft deiner ewigen Seele. Wurdest du reich beschenkt? Und Adamis, ist sehr froh, heute gerufen worden zu sein, und so spreche ich nun die himmlischen Worte von Ani, o Hevet, o Trach, du bist so unendlich geliebt. Und verabschiede mich voller Liebe von dir mit An Anashab.